Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Was zuvor geschah. Der U-Boot-Schlüssel ist endlich in unserem Besitz und jetzt können wir das Ganze mit einer schönen Hochzeit abrunden. Ich nenne euch jetzt Mann und Frau. Vielen Dank, Leute. Das bedeutet mir eine Menge. Und ich möchte auch einem sehr, sehr guten Freund meinerseits danken. Ohne ihn ich hier nicht stehen würde. Sven, komm nach oben. Wo? Hopp. Sven, vielen Dank für alles. Bin so glücklich. Wir schulden dir was, Sven. Hey, passt schon, Leute. Hauptsache, ihr beide habt euch gegenseitig. Und das ist alles, was zählt. Leute, gebt mal Sven einen Applaus. Er ist der Retter der Techfreaks. Danke, danke, danke. Hier, ich zapp euch alle für die Liebe. Für die Liebe. Oh mein. Danke, Leute. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein Abenteuer war. Von der Landung bis zum Heldsein. Aber leider werde ich hier nicht mehr lange bleiben. Ich habe meine eigenen Pflichten und Dinge, die ich tun muss zu Hause. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Die Dinger sind immer gut. Du kannst uns verlassen für deine Familie. Ist das nicht etwas? Ja. Diese grüne Font, wer hat das gesagt? Jedenfalls war es wirklich schön mit euch. Aber es ist meine Zeit zu gehen. Vielen Dank, Leute. Und ein großes Danke an Darius und Devel, die immer da waren, wenn ich sie gebraucht habe. You're welcome. Jedenfalls, ich gehe jetzt. Gute Nacht. Die letzten Schritte. Okay, der grüne Font auf einmal. Kind of interesting. Ich muss nochmal gucken. Kann ich jetzt hier nicht echt irgendwie mir Tipps kaufen oder so? Gibt's doch nicht. So schade irgendwie. Naja. Na gut. Wenn dem so ist, dann ist dem eben so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Wir müssen wieder einmal zurück hier. So, ja, dann pushen wir jetzt einfach durch die U-Bahn. Also hat ja eh keinen Sinn. Durch die U-Bahn. Zum U-Boot. Und dann sind wir vielleicht schon fertig? Oder wird noch was passieren? Ist das nun wirklich das Ende von Ob es zur Zeit? Irgendwie vertraue ich dem Ganzen noch nicht so. Ich muss mal einmal ganz kurz meine Waffe nachladen. So, Freunde. Der Moment ist gekommen. Okay, let's go. Ich werde nur eben... Ciao, Darius und... ich werde mich eben noch von Darius und Evel verabschieden, weil... Einfach abzuhauen wäre jetzt nicht gut. Ey, ja, dann nimm den Schlüssel raus! Oh nein, jemand klaut uns das U-Boot, oder? Warum sind wir so doof? Ach, okay, da sind die. Okay, niemand kann den Schlüssel klauen, theoretisch. Außer jetzt kommt hier jemand durch die Decke. Oh hey, wollte mich gerade noch von euch verabschieden. Ja, wir wussten, dass du hier sein wirst. Deswegen kamen wir auch hierhin. Danke dir, Sven, für alles. Und dass Evels jetzt schon wieder geheilt ist, ist auch nice. Wie ich gesagt habe, alles gut, Leute. Ich werde euch zwei vermissen. Wir werden dich auch vermissen, Sven. Aber es gibt noch etwas, das ich dich fragen will. Ja? Hast du einen Scream-Account? Weißt du, dieses Programm mit vielen Spielen. Ja, habe ich. Wow, das ist unglaublich. Dann können wir auf jeden Fall noch Kontakt halten. Und hier und da mal spielen. Auf jeden Fall. Scream vor allem. Zwei Gamer, die reden. Lulz und so. Ja, so sind wir eben. Okay, Sven, dann viel Glück auf deiner Reise nach Hause. Sei vorsichtig. Die See ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ja, ich werde aufpassen. Keine Sorge. Ja, das ist es dann wohl. Ciao, Leute. Auf Wiedersehen, Sven. Leb wohl, Sven. Just in case. Kurz zappen, um mich zu verabschieden. Macht man ja hier anscheinend so. Na dann, Leute.
Auf geht's. Was eine Reise. Leicht vermisse ich diesen Ort. Aber ich freue mich schon wieder auf das Zuhause. Oh, ah, nein, Kopfschmerzen. Oh, wir sind wohl doch noch nicht geheilt. Ja. I was so dumb to trust Frank. I'm slowly starting to become infected. You have to take the antidote now to prevent this from happening, right? Right, and later today the time will have arrived where the infection slowly starts to happen. Over the past few days I've been feeling terribly sick. And now? I'm sorry, but I have to do this now. I don't want to have the whole country, for that matter, the rest of the world, to get infected too. It was really nice spending time with you. Sven, what do you mean? What are you planning? I'm sorry, it's too late for me. But at least I can save everyone else. There's only one thing left I can do. Sven? Sven? Oh, damn. Wir konnten die Infektion nicht stoppen. Und mussten es letztlich nur auf die einzige Art regeln. Und somit die gesamte Menschheit retten. Ja, Freunde, ein langes Projekt ist hiermit vorbei. The Opposite Side. Eine wirklich gelungene Map, jetzt auch noch mit einem Linkin Park Outro, was kann man dazu sagen? Ich hoffe wirklich, dass der Patch einige Performance-Issues behebt und auch die Bugs, die ich jetzt erleben musste. Viele Leute hätten wahrscheinlich das Projekt schon mehrmals abgebrochen, also hätten sich nicht die Mühe gemacht, das zu fixen. Aber ich wollte gerne wissen, wie es vorbeigeht. Hätte gern noch das ein oder andere Achievement geholt oder auch mit dem Minispiel jetzt zum Vollmond, aber... Gut. Also, ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, mal die Textur der Buttons geändert. Ich werde jetzt mit Fly und, oh mein Gott, Fulbright, hier ist einfach jetzt eine Horde gespawnt. Ich werde nochmal ganz schnell die Buttons nachholen, also, ne, damit wir das... Oh, und wir haben endlich unseren Attack ready. Warte mal, das machen wir mal direkt. Bam. Nice, und kriegen sogar auch ein Achievement, weil wir maxed out sind. Ja, also ich werde jetzt die restlichen Achievements holen und ein bisschen um der Map rumfliegen. Wir haben ja gerade auch schon den Lost Letter gefunden. Was ja auch witzig war. Ich glaube, uns fehlt jetzt nur noch einer oder so. Aber dass wir den hier so offensichtlich übersehen haben. Mann, ey. Das ganz am Anfang. Na egal. Jedenfalls, ich hole mir jetzt die Button, versuche die zu finden. So sind die auf jeden Fall deutlich offensichtlicher. Kann ich euch auch nur empfehlen, einfach da die Textur zu ändern von dem Stein im Terrain.png. Und dann könnt ihr die Hidden Buttons einfacher finden. Gut, schauen wir mal, ob wir es wirklich alles einfacher finden. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein paar Truhen. Wobei, wir haben jetzt alles Max, ne? Ja. Geil. Okay, also wir sehen uns, wenn ich den nächsten Button habe. Na, lol. LOL. Das ist so geil, dass ich diese Textur geändert habe. Holy shit, sieht man die damit gut. Jedenfalls, wie gesagt, das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher. Waren wir hier schon mal unten? Toll. Alter. Ach, das soll so ein Boot sein, lol. Da sehe ich doch schon was. Was first planned to destroy this thing in the story to lock the tech frag underwater, but it changed. Ah, cool. Guck mal, haben wir sogar noch einen kleinen Story-Insider gefunden. Da haben wir noch einen. Wunderbar. Vier noch. Ah, guck mal an. Da haben wir dich. Drei noch. Ah, oh mein Gott, ja, tatsächlich. Oh mein Gott, ey. Zwei Schalter noch, Freunde. Ich meine, eigentlich habe ich da schon geguckt, aber ich weiß, ob ich hier nicht vielleicht doch noch einen übersehen habe. Lol, hier ist noch eine Questreihe. In dieser Höhle.
I'm stuck. My feet under fallen rock. Meine Füße unter gefallenen Steinen. Es tut weh. Bitte bring mir eine Spitzhacke. Und die haben wir sogar, ne? Nice. Gut, dass wir die hier auch einfach triggern können in den No-Clip-Modus. Geil. Ah, verdammt. Ich kann mich nicht befreien. Mein anderes Bein befreien. Sieht so aus, als ob ich irgendwie Kraft brauche. Bring mir eine Axt. Ah, jetzt können wir die Axt vom Wald sammeln, oder was? Leute, ich war hier gerade noch auf Buttonsuche. Und jetzt kriegen wir einfach, ja. Haben wir einfach die nächste Questreihe gefunden. Nice. Ist das dann jetzt schon die letzte Questreihe? Ich weiß nicht. Jedenfalls, wie gesagt, ich fliege jetzt hin, ne? Also ich mache das jetzt alles hier mehr oder minder uncut. Wir wissen ja, wo die Axt liegt. Das ist ja hier die im Wald, wo wir... So, nice. Ach, das ist so geil, dass man das im No-Clip machen kann, wirklich. Oh, Fangfehler. Nice. Ja, jedenfalls die zwei Button. Ich hoffe ja wirklich, dass ich die hier noch irgendwie finde. Hey, Erkunder, diese Räume, die du siehst, über der ganzen Map verteilt, waren eigentlich dazu gedacht, die Räume zu sein, wo du dich hinteleportierst, wenn du die Server hackst. Aber ich habe eine coolere Lösung dafür gefunden. Also genießt die, ja, historischen Räume von 2017. Ah, das heißt, das Server-Hacking wären eigentlich auch so Teleport-Minispiele gewesen, wo wir dann so räumen, wie beim, wo uns der Tech Alpha da in diese andere Dimension gebracht hat. Wisst ihr noch? Interesting, interesting, okay. Das heißt, das ist quasi so jetzt übrig geblieben, weil das Konzept ja geändert hat, wo wir jetzt nur die Nummern eingeben mussten. Okay, cool zu wissen. Ja, bei da vielleicht, weil hier nichts ist. Warte mal, wo ist denn das? Hier bei dem, ist das nicht in der Nähe vom Teleportraum oder so? Tatsächlich. Ha. Hahaha, lol. Cool, ist dieser Raum denn hier? Insert. Was willst du? Ich will schaschu, schier schoppische Scheitsche pilst. Schon schaschone schieß. What the fuck? Schon schade schon und schascht. Schon schier scheinschu schied. Was ist mit dir falsch? Rede mal normal, verstehe ich nicht. Vor allem, was willst du von mir? Lol. Heavy fun. Schätz mit Schnurschlipp, Schieder schier schauschliegen, schon scheiter schoppische Scheitsche Piele. Schon schomschisch mit Schwein Schlingen. Cooles Easter Egg. Check zwar nicht, wer das ist. Schmidt Schlockschrätschel. Das ist bestimmt so ein. Das ist bestimmt so ein Insider, den ich nicht checke von irgendjemandem aus der Community. Kann man ja gerne mal reinschreiben, wenn es jemand weiß. Ah, aua, ich bin frei. Oh, erste Hilfe. Lol, dann kriegen wir erste Hilfe, ja? Oh. Die haben wir aber schon eingesammelt. Kann sein, dass ich das, als ich meinen Spielstand restored habe, vergessen habe. Kann auch sein, dass das für eine andere Quest benutzt wurde und wir hätten jetzt irgendwo anders noch Bandit finden können. Aber egal. Ich denke nicht, dass das irgendwas hilft. Ich wünschte, meine Familie wäre hier, bevor ich sterbe. Familienfoto? Ja, Familienfoto. Let's go. Danke, dass du meinen letzten Wunsch erfüllt hast, aber es tut so weh. Ich möchte das jetzt beenden. Bring mir ein Schwert. Oh yeah! Und das war alle Quests erfüllen. Sehr gut. Das heißt, wir finden jetzt nur noch Lost Letter und letzten Button. Da ist der. Oh mein Gott. In dem freaking Haus hier. Alter Schwede. Okay, Leute, we got it. Wir haben dieses Tag 10.000, unser Zeitding ist ein bisschen off, weil ich ein bisschen die Zeit beschleunigt habe und so. Aber ja, wir sind jetzt hier in der Vollmondnacht und ich zeige euch eben dieses Tag 1.000 oder 10.000, genau. Oh, ein Freiwilliger. Geh nach links und setz dich hin. Viel Glück, um 10.000 Münzen zu gewinnen. Okay. Mal schauen, was wird uns hier erwarten? Willkommen zu Tag 10.000, Freiwilliger.
Du denkst, du kannst dir selbst 10.000 Münzen verdienen? Dann lass uns loslegen. Also ist das so ein Level-Millionär? Benutzt das die Tastatur, um die Antworten einzugeben. Ah, sonst, wenn du einen anderen Knopf drückst, zählt das als Cheaten und du verlierst. Welches Spiel ist AdventureCraft made of? Ja, natürlich Minecraft. Geil. Machen wir jetzt erstmal so ein Wer wird Millionär. Das ist ja witzig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, dass ich das noch euch gezeigt habe, ey. Und wir haben Publikum. Where do trees grow from in AdventureCraft? Sapling, ja? Ja, würde ich sagen. Deadpush macht ja keinen Sinn. Aber das Ding ist, wundert euch nicht über diese gelbe Waffe, die habe ich mir gerade erst gecheatet, weil ich wissen wollte, was das ist. Aber genau dann konnten wir es zocken. Wer ist der Ersteller des Opposite Side? Natürlich Henri Dash. Oh, mit Zeitlimit. Loki, FET, Blueberry Light und Rayfree. Grüße gehen raus an der Stelle wieder. Okay, wir haben einen 50-50 Joker und einen Hinweis anscheinend. Okay. Welche Farbe ist a decoded password terminal? Oh, warte mal. Pink nicht, grün nicht, blau nicht, gelb, glaube ich. Oh, glaube gelb. Ah, nee. Ah, doch. Okay, war richtig. Kurz gedacht, dass ich mich vertan hätte. Ah, je. Ah, das sind die Zeitfragen. I see. Wie viele U-Bahn-Stationen wurden zerstört bei den Crazy Tags? 9. Ja? Weil die eine funktioniert ja noch. Da kann man ja noch hin. Ah, oder nur 3? Machen wir 50-50. Ja, dann 9. Wann? War mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob es 3 oder 9 waren, aber 9. Wo ist der größte Parkplatz in Tech City? Tech Tunnel, Tech Mall. Boah, ist. Ich glaube Tech Mall, Tech Tunnel, Tech Bar, Tech Alpha House. Nee, Tech Tunnel. Oder Mall. Sagen Tech Tunnel. Wobei, nee, die Mall war größer, ne? Ah, shit. Ja. Damn. Du hast leider verloren. Viel Glück nächstes Mal. Du hast hier 100 Münzen aber gewonnen. Okay, cool. Nice. Und wir haben das Achievement bekommen. Das war das Wichtige. Hier, seht ihr, ich habe mir so ein Bett gemacht. Ich wollte eigentlich mal gucken, was diese Waffe jetzt genau macht. Ah, geil. Das ist so ein Debug-Item. Held Item Null, Texture, Rotation, Air, Max Air. Ah, wie cool ist das denn? Ja, aber wieso kann ich das Auto nicht anschießen? LOL. Na, egal. Gut, ja, dann fehlt uns im Prinzip jetzt nur ein Lost Letter, aber ja. Mal schauen, ob ich den euch noch reinschneide, weil den finde ich absolut nicht. Mal gucken. Okay, Friends. Nach 10 Jahren habe ich dann auch mal den letzten Lost Letter gefunden. Witzigerweise habe ich jetzt gerade erst gesehen, dass es im Script von Henri Dash alle Locations gibt, die markiert wurden für die Lost Letter. Und der letzte ist einfach hier, in der Anfangsstadt. Tech Beta. Hat geklappt. Oder ich habe gearbeitet. Ich habe es gemacht. Frau hatte so Angst, dass sie wirklich den eigenen Sohn ertrank. Wir kriegen die Kontrolle über die ganze Insel. Grüße O. Okay. Müssen wir natürlich nochmal alle der Reihenfolge nachlesen. Game to 100% complete. Lol, haben wir so einen 100% Banner. Vielen Dank fürs Spielen. Check your
Was? Check your third person to see it? Achso, to see, ja, yeah, okay. Haha, witzig. Liebe Grüße nochmal an Andre Dash. Danke fürs Map bauen. Danke Leute, die sich daran natürlich auch beteiligt haben, vom Map-Testing her und vom Scripting und so. Props gehen raus. Sehr coole Map, auch lange Spielzeit, die wir jetzt hatten. Und langes Projekt hier auf dem Kanal, also sehr nice. Ja, was kann man dazu sagen? Das war wirklich eine sehr, sehr coole Map. Coole Story, wenn auch am Ende ein bisschen random. Hier und da mal so mit den, ja, Story-Arcs fand ich persönlich. Hatte dann auch sehr schnelles Ende auf einmal. Und ja, immerhin war das letzte Kapitel noch ein kleines, schönes Kapitel, wo wir die Val und Daris nochmal, ja, vereiden konnten, sodass die zumindest ein Leben gemeinsam verbringen konnten. Und unser Gespräch fand dann wahrscheinlich über Skype statt. Und wahrscheinlich waren wir gerade am Scream spielen. Ja, ein sehr schweres Projekt, das glaube ich wohl. 5 Jahre hat er daran gearbeitet und geplaytestet und so. Man hat es ja auch gesehen, es gab ja auch wirklich viel Content, ne? Und ich glaube, zu der Zeit war es ja auch noch nicht so üblich, so ein fettes Projekt zu haben. Ja, war sehr cool. War sehr schön. Ich weiß, es hat sich lang gestreckt, weil ich bin ja auch immer so ein kleiner Erkunder, sag ich mal. Ich erkunde ja immer sehr gerne Sachen, setze mich mit der Welt auseinander und rede mit den Leuten und so. Ist nicht jedermanns Sache. Viele wollen auch einfach nur die Action-Parts sehen, aber ich denke, das ist ganz gut, weil man es dann auch einfach nebenbei laufen lassen kann und so den, ja, besten Eindruck der Map einfach mitnehmen kann, wie es halt auch wirklich ist und vielleicht auch dem Map-Creator ein paar Tipps geben kann, um gewisse Sachen noch anzupassen oder zu sehen, ah, okay, da hat er eventuell ein bisschen gestruggelt oder ah, die Wege fühlen sich aber irgendwie ein bisschen langweilig an oder sonst was. In jeder Art ist das bestimmt ein gutes Feedback, hoffe ich mal. Und ja, damit verabschiede ich mich, lasse die Sequenz noch durchlaufen und hoffe, dass ich euch beim nächsten Projekt auch wieder begrüßen darf.